herzlich willkommen zur Icke Recharge Regains Monthly Action. Heute geht es also ums Box Breathing. Nur mal ganz kurz, warum, was ist das überhaupt und so weiter. An sich ist das so eine Art Atemtechnik, möchte man meinen. Man kann das vor allem ganz gut machen zwischendurch, wenn man mal so ein bisschen runterkommen muss. Ein bisschen, weißt du, wenn der Geschirrspüler schon wieder nicht ausgeräumt wurde oder die Chefin dir schon wieder auf den Sack geht oder die Freundin schon wieder, naja, ihr wisst ja, wie es ist. Dann ist es ganz gut, wenn man sich einfach mal kurz hinsetzt, nicht bis 10 zählt, sondern eben Box Breathing macht. Und das machen wir heute zusammen. Ich lade euch also ein, hier mit mir zu Box Breathen. Aufgabe ist es also heute mit mir zusammen das gute 3 Minuten zu machen. Wenn ihr merkt, euch tut es ganz gut, macht es gerne dann auch nochmal ein zweites Mal, vielleicht einmal morgens, einmal abends oder einmal morgens, einmal mitten am Tag oder genau dann, wenn ihr gerade merkt, ihr braucht jetzt mal kurz einen Moment Ruhe und wie gesagt, wenn euch das gut tut, macht es ruhig, müssen ja nicht immer 3 Minuten sein, ihr merkt ja selber, ab wann ihr dann wirklich genug habt, ab wann das reicht, ab wann ihr unten seid, quasi unterste Etage, Keller. Funktioniert folgendermaßen, wir stellen uns also tatsächlich eine Box vor, eine Box hier. Vier Kanten, ja, eine Box. Wir fahren gedanklich diese Box ab und zwar so, dass wir also die eine Kante, sagen wir mal, wir nehmen uns jetzt erstmal 3 Sekunden pro Kante. Die eine Kante also 3 Sekunden lang einatmen, 3 Sekunden lang die Luft anhalten, das ist dann also diese Kante hier, anhalten, anhalten, anhalten. Dann die nächste Kante 3 Sekunden lang ausatmen. Und dann 3 Sekunden lang wieder nichts machen. Also ja nicht atmen. Und dann wieder 3 Sekunden einatmen. Halten. Aus. Nichts machen. Ja, Prinzip verstanden. Deswegen sagt man Box Breathing. Makes total sense, yes. Und diese 3 Sekunden pro Kante, zählt die ruhig im Kopf so ein bisschen mit. Entweder schaut ihr direkt auf eure Uhr und zählt dann 3 Sekunden immer runter pro Kante. Oder ihr zählt halt, wie gesagt, die 3 Sekunden selbst. Aber bitte nicht 1, 2, 3, sondern eher 21, 22, 23. Reißt euch zusammen, Leute. Es geht gleich los. Erstmal bequem hinsetzen, ja? Irgendwas, was sich gut anfühlt und so, dass ihr einigermaßen aufrecht im Oberkörper seid. Also je aufrechter, desto mehr Luft passt in den Oberkörper. Das ist also ja nicht mal so schlecht bei dieser Aufgabe. Und dann mache ich uns den Timer an. Dann macht ihr 3, 2, 1 und dann geht's los. Dann machen wir 3 Minuten lang und dann habt ihr das auch schon geschafft. Concentration, Fokus, wirklich. Moment, noch nicht. 5. Denkt an die Box.
Und das war's. Wahrscheinlich habt ihr so ein bisschen gemerkt, dass man so reinzukommen ist gar nicht so einfach. Sich darauf einzulassen für den einen oder anderen ist auch gar nicht mal so einfach. Vor allem die Gedanken irgendwie von so alltäglichen Geschichten, Dinge, über die man halt so nachdenkt, auszuschalten, ist auch nicht so einfach. Aber an sich ist es eine Übungssache. Es ist in Ordnung, wenn ihr nicht sofort 100% dabei wart. Es ist in Ordnung, wenn ihr einen Moment braucht, gebt euch diesen Moment und dann, sobald ihr also merkt, ihr habt so ein gewisses Level erreicht und eine gewisse Konzentration nur auf diese Atmung, dann ist es genau gut so. Und wenn ihr dann auch noch merkt, wie der Körper so ein bisschen runterfährt, wie der Puls so ein bisschen runterfährt, wie die Muskeln sich ein bisschen mehr entspannen, dann ist es umso besser. Genau darum geht es, dass ihr einfach überhaupt erstmal die Atmung wahrnehmt und vor allem wahrnehmt, was man über die Atmung alles machen kann. Versucht es auch gerne mal, wenn ihr das so ein paar Mal gemacht habt, so wie wir jetzt gerade, dass ihr das dann versucht, während ihr zum Beispiel einkaufen geht, zu machen, um euch einfach in diese Entspannung zu holen. Oder wenn ihr gerade irgendwas macht, wo man sich halt nicht doll drauf konzentrieren muss, weiß ich nicht, Bad putzen oder sowas. Oder spazieren gehen. Und auch gerne mal, wenn ihr in einer Stresssituation seid, gucken, was die Atmung eigentlich macht und vielleicht versuchen, da zu spüren, okay, wie atme ich eigentlich in so einer Situation und was könnte ich jetzt eigentlich ändern? Es muss jetzt kein Box Breathing sein, aber vielleicht einfach tiefer mehr in den Bauch atmen, ein bisschen ruhiger atmen und überhaupt bewusst wahrnehmen, wie ich mit meiner Atmung umgehe oder umgehen kann. Darum geht es eigentlich hauptsächlich. Wenn ihr merkt, die 3 Sekunden sind irgendwann easy peasy für euch, könnt ihr auch gerne mal auf 4 Sekunden hochgehen oder auf 5 Sekunden. Probiert euch da gerne aus, experimentiert ein bisschen und dann hoffe ich, dass ihr viel Spaß damit habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, lasst uns die Zeit unbedingt nutzen. Bleibt gesund. Tschüssikowski. Bis dahin, Manski. San Francisco. Bis Denver. Aus der Rinddoppelkinn. Ciao, Kakao.